Hallo, es ist der 3. Dezember. Hier ist Marco von Schenken ohne Denken. Ja, es geht weiter mit dem Adventskalender. Vorerst mal Dankeschön für alle, die jetzt schon meinen Kalender gefacebookt, getwittert oder sonst irgendwie bekannt gegeben haben und Kritik und Anregungen mir geschrieben haben. Ich möchte die Anregungen und Kritik mal aufgreifen. Also, die erste Kritik ist: Im Internet gibt es so viele Betrüger, man weiß nicht, ob ich überhaupt seriös bin. Wie beweise ich, dass ich seriös bin? Das ist mein Perso. Ja, ich habe keine andere Idee, wie ich beweise, dass ich seriös bin. Ihr müsst mir vertrauen. Ich habe das ganze Zeug hier liegen und ich möchte es an euch verschenken. Das Zweite ist: Es gab Leute, die sich in meinem ersten Video darüber beschwert haben, dass ich so komische Schnitte mache, dass ich manchmal dann weiß gar nicht, wie überhaupt. Ich kann das irgendwie nicht nachvollziehen. Ja, und die dritte Kritik war, mein erstes Video war zu lang. Ich soll nicht so lange quatschen, sondern gleich auf den Punkt kommen. Gut, dann kommen wir gleich auf den Punkt. Heute ist der 3. Dezember und ich stelle das neue Produkt vor. Und mein neues Produkt hat zu tun mit Eiern. Also das ist nicht das Produkt, sondern das ist etwas, das ich letztes Jahr mal vorgestellt habe. Und zwar sind das Eierbecher, die man so in einen Pott hängt. Und dann kann man das Wasser und Eier kochen halt. Eierkocherbecher. Kann man die so rausnehmen, muss sich nicht die Hände verbrennen, direkt auf den Tisch stellen. Lecker. Fand ich letztes Jahr eine sehr coole Idee. Dieses Jahr möchte ich euch gerne etwas vorstellen. Eigentlich dachte ich, boah, das ist voll das öde Geschenk. Und zwar ein iPod. Krasses Wortspiel, ne? iPod. Hier, iPod. Ja, nicht so, sondern so. Ja. Okay, also mein Geschenk heute ist ein iPod. Eigentlich habe ich gesagt, das ist irgendwie was, eine Kleinigkeit. Kann man. Braucht man nicht, so ist irgendwas für Wichteln oder sonst irgendwas. Aber das iPod hat eine Besonderheit und zwar klagt Apple gerade dagegen. Jedenfalls habe ich das so gehört und man kann das nirgendwo mehr kaufen. Aber ich habe ein, ich verschenke ein und es wird ganz wertvoll werden und Milliarden iPod. Ja, okay. Also, wenn ihr dieses iPod haben möchtet, dann müsst ihr eine Aufgabe lösen. Und die Aufgabe heute ist, ich möchte in meinen Kommentaren auch Videokommentare haben, die Rezepte mit Eiern beschreiben. Also Spiegeleier, Rühreier, Eierpfannkuchen. Euch fällt da bestimmt was Nettes ein. Ich freue mich auf eure Rezepte und wer das beste Rezept hat, kriegt ein iPod. Und wie lange lassen wir die Aktion laufen? iPod ist echt wertvoll. Ich sag mal, bis zum 10. Dezember. Wer bis zum 10. Dezember das beste Rezept mit Eiern gemacht hat, kriegt ein iPod. Dankeschön!